Programm bei FIFA 17 Trainerkarriere bei Dynamo Dresden mit Nick. Immer noch mit mir. Yay. Gut, ich hab doch gesagt, ihr werdet mich nicht los. RB Leipzig. Och nee. Och nee. Okay. Teammanagen. Also ersten Mal simulieren wir jetzt ein Spiel. Ja, zum ersten Mal. Norwegen. Flo FIFA ist nicht unser Mann. Ja, wir antworten einfach nie. Kein Land. Wir sind voll abgehoben. Wir sagen immer, wir bekommen die Briefe nie. Ja. So, alle schreiben uns per E-Mail. Der Brief kommt nie an. 1-0 Schein. Schein mag RB auch nicht. Deswegen trifft er hier. Sieg wird es. Komm. Ich glaube an uns. Jetzt sind wir 4 gegen Tore. Drimmitsch. Warum spielt Drimmitsch da? 1-1. Ja, leider. Wirt hat man bei Dynamo vermisst? Nein. Wen? Hartmann. Er war aber bisher die ganze Zeit bei uns. Jugendspieler sind weg. Ja, wir haben nur eine schlechte Jugend. Der HSV. Moa ist einsatzbereit. Wie lange noch Plisic? Er dürfte jetzt also noch 4 Wochen, schätze ich. Ich guck mal. Also ich glaube, Moa war 8 Wochen und Pudi dann. Okay. Emre Moa ist noch angeschlagen, ist er noch. Aber er kann schon spielen. Ja, er kann schon spielen. Und Pulisic ist noch 4 Wochen. Das ist halt schlimm mit dem Schienbeinbruch. Dann darf Mo heute wieder in sein Training. Weil wir haben ja aktuell Mo, wollten wir ja hoch pushen. Aber er hat Mo ersetzt, geht eigentlich, der Typ. Ich glaube, sein Marktwert ist dadurch ein bisschen gestiegen. Aber was hat Lenny heute in der Schule gesagt, als er gesagt hat, er hat 90er von der Hunger gesehen? Und als 20? Er hat sich gewundert erstmal. Kann ich aber auch verstehen. Ist nicht normal, dass so ein 20-jähriger Keeper eine 90er Bewertung hat. Na, Humor trainiert jetzt wieder mit. Erstes Training nach 4 Wochen. Mein Gehalt. Spielt er überhaupt? Nein. Ich find's immer witzig, wenn Leute, die nie spielen, wir haben Trainer. Oh, nicht Bayern. Oh, schrecklich. Wenn Spieler, die nie spielen, ja Trainer. Ich würde gerne mehr Geld bekommen. Du fragst so, du spielst nie. Ja, ich bin sehr gut in Form aktuell. Ich spiel immer. So in der Art stelle ich mir das vor. Lügenpresse. Wo ist denn Fluss? Er hat dieses ja schon 0 Einsätze. Ist er jetzt hier 3000? Ja. Unser Top-Verdiener ist Dembele mit 60, genau wie Schein. Und Donner verdient 50. So, all unsere Stars sind noch saulang an uns gebunden. Moa ist noch 4 Jahre. Ja, deswegen. Da mache ich mir keine Sorgen. Mo verdient aber relativ wenig. Wenn der mal mehr Geld will, muss er schreiben. So, aber jetzt Mo endlich wieder in seinem ersten Spiel zu Hause nach 4 Wochen gegen den HSV. Trifft er oder nicht? Das ist hier die Frage. Und er trifft. Aber der Ausgleich. Aber das ist schön, dass Mo sein Comeback wieder trifft. Mo wird jetzt ausgewechselt, er ist ja noch nicht ganz fit. Wood. Wood. Warum darf überhaupt Holz mitspielen? Bobby Wood. Ja. Wood, Holz. Oh, 2-1 ist mies. Gegen Hamburg. Vierter nur noch. Ja. Okay. Ja, Hauptsache wir bleiben erstmal oh, oben. Oh, shit. Ich bin jetzt gegen den Tabellenersten. Irgendein Typ ist gerade gut in Form, okay. Wir machen mal einen kleinen Verteidigerwechsel wieder. Wir bringen mal die beiden. Und nee, Saar ist doch, wir bringen mal die beiden.
Doppeltverteidiger-Tausch. Und jetzt gegen die Münchner Bayern. Haben wir am Pokal rausgeworfen? Ja, easy. War das? So, Schein 1-0 Elfmeter. So will ich sehen. So, das ist ein Beweistest wieder mal für Donner. Donner gegen Neuer. Aber warum die immer gegen uns mit so einer schlechten Elf antreten, rein theoretisch? Die haben noch Lewandowski. Lewandowski hätte spielen können. Hummels hätte spielen können. Boateng macht den Unentschieden gegen die München, das ist in Ordnung. Auch wenn uns gerade... Oh, okay, ich dachte, wir sind nochmal runter. Dortmund auch nur noch ganz knapp hinter uns. Welches Land? China. Komisch. Volksrepublik China. Dann ist da noch. Ist das nicht auch in Afrika das Land? Das ist Südafrika. Ja, guck, wir könnten für Südafrika spielen. Können wir unserer Geografielehrerin sagen, ey, wir sind Trainer von Südafrika. So, Mitch Lamowick. Das Aufsteiger-Duell. Ist das gerade hier? Die Fohlen aus dem Schwabenland. Die Schein 1-0. Schein ist auch gerade wieder relativ gut in Form. Götze wurde jetzt eingewechselt, nachdem er 2 Spiele Pause hatte. Wir werden die gleich wieder in die Stammelf bringen, Götz und so. Hissler, der Wechsel für Mord 2-0. Das ist schön. 2-0 Sieg wieder gegen die Stuttgarter. Nicht gegen die Stuttgarter Kickers. Was erzähle ich eigentlich? Ich habe gerade erzählt, die Fohlen aus Schwabenland. Ja. Die Fohlen auch gerade. Ja, die kommen wir auch aus Gladbach. Ja, ist ja daneben. Ist ja alles dasselbe. Liegt alles an einer Ecke. Ich konnte das Training nicht wiederherstellen. Moore hat sich ja nicht verletzt. Wundert mich. Nein, nicht leicht. Wir wollen ihm doch nichts Einfaches geben. Wie sehen wir aus? Oh, Fallrückzieher, Götze. Welcher? Nein, ja. Selber gerade. Ah, hätte sein können, dass du dir Felix holst. Genau, was ich mir überlegt habe, wir könnten ja mal gucken, ob wir Mario bekommen. Und wir trainieren. Was? Wirklich? Ja. Dann sind die. Wir haben da vorne unsere Bestleistung. Tesseract. Geht noch? Ja. Sturm. Moore im ZOM. Ja, Moore kann auch ZOM spielen. Was? Ja, man merkt nicht, dass er dann nicht spielen kann. Deswegen. Aber als man könnte falls man Moore wieder verletzt ist. Man könnte rein theoretisch Moore in Sturm stellen und anstatt Test Rodo. Dann. Was heißt Rodo dann hin und wieder als. Also gar nicht spielt. Bayern 0 für Leverkusen. Okay. Das nächste Topspiel. Die haben einen Unentschieden gegen Schalke. Aber auch einen Unentschieden gegen die Bremer. Die Bremer Stadtmusikanten. Kam aus Bremen, oder? Also die Stadtmusikanten. Wie heißen die denn? Ich glaube, die heißen Bremer Stadtmusikanten. Nein. Kann aber auch sein, dass ich gerade falsch bin. Ja, ich bin nicht so mit Stadtmusikanten. Ich bin nicht so mit Stadtmusikanten. Oh, Paulsen. Scheiße. 1-1 gegen Bayern 04, Vizekusen. Ja. Dynamo Dresden blüht ohne Hartmann. Ach echt. Mal mit seinen Top-Werten. Wie viel hat er bis jetzt schon? Können wir gleich welches gucken. Er dürfte immer noch eine 83 haben. Weil er so lange verletzt war. Donnarumma spielt immer noch? Ja, Logo.
schönes 4-1. Gegen? Bremen. Wir gehen gleich mal, ja, wir gucken uns jetzt mal Dembélés ganzen Werte an. Hier, der hat auch Ball Beweglichkeit 99 und Ballkontrolle 99. Wird zum richtigen Tier. Hier sind seine Werte: Aggressivität 53, Ruhe 49, Abfang 33, Stellungsspiel 74, Übersicht 56, Antritt 99, Beweglich 99, Balance 99, Sprungkraft 70, Reaktion 52, Sprintgeschwindigkeit 98, doch, Ausdauer 59, Stärke 60, Ballkontrolle, ich sag nur die guten Werte, Ballkontrolle 98, Dribbling 99, Abschluss 88, Fernschüsse 84, Schusskraft 95, und das mit 22 ist doch schön, oder? Götze und Zar können beide nächstes Spiel nicht spielen. Und Pulisic ist angeschlagen, aber bereit. Aber ich würde ihn trotzdem noch nicht spielen lassen. Irgendwie. Pulisic soll erst wieder richtig fit werden. Wir haben ja so lange noch Stefaniak. Muss man ja mal so sagen. Wir sind ein Punkt... Okay, wir sind nicht ein Punkt hinter Vizekusen. Vizekusen, die hatten ihr Spiel noch nicht. Jetzt hatte Vizekusen ihr Spiel und wir sind 4 Punkte hinter Vizekusen und 7 Punkte hinter den Bayern. Gut, ich würde sagen, nächstes Spiel darf dann, also nach dem Dortmund-Spiel jetzt, darf Dings wieder spielen. Ja? Pulisic. Der ist jetzt verletzungsbedingt immer noch auf der Bank. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen Borussia Dortmund auswärts. Emre Mor 1-0. Der Ex-Borusse trifft. Aubameyang nur ein Mittelfeld. Ich weiß aber nicht, welche Mittelfeldrolle. Subotic hat sich verletzt. Ich müde mich mal ganz kurz. Unterhalt du weiter. Okay. Ja. Immer noch. 1-0 Sieg. Mit dem Tor von Mohr. Weiter geht's. Ja. Flo trainiert jetzt am Remor. Wir wollen ihn ja auf die 85 hochbringen. Dembélé hat die 88, Mor die 85. Dann wollen wir Saar trainieren. Dann Götze und dann Königsmann. Schreibt in die Kommentare, wie es euch geht. Ja, Fußballverband Rumänien hat ihre Anfrage zurückgeschickt. Kein herzliches Wiedersehen für Şahin bei Dortmund. So, nächstes Spiel gegen die Wölfe aus Wolfsburg. So. Şahin verschießt Elfmeter. Und Horn macht das 1-0. Şahin 1-1. Şahin 1-1, ja! Moa 2-1 und 2-1 gegen die Wölfe gewonnen. Ist doch ein super Ergebnis. Dritter in der Tabelle. 4 Punkte zum zweiten und zum ersten. Aber Bayern hat ein Spiel weniger als hier. Wieder mal trainiert. Ich weiß, es ist langweilig mit mir, wenn ich euch unterhalte. Flo macht das bestimmt nur mit Absicht. Mo hat bei die 99 Ballkontrolle. So, weiter. Nächstes Spiel gegen die Schalker. Das letzte Jahr haben sie ja die Bundesliga gewonnen. Was? Schalke verunsichern. Ja. Mentale Unsicherheit bedeutet, dass Schalke 04 nicht gewinnen kann. Bundesliga-Rückrunde. Okay.
So, du hörst mich jetzt schon wieder. Und... okay, gut. Gut. So. Gegen die letzten Bundesliga-Meister. Und diesmal nicht nur Meister der Herzen, ne? Sondern auch mal richtiger geworden. So, aber wir spielen heim. Das Duell Fährmann gegen Donner. Dembe 1-0. Deswegen Test Rodo würde ich aktuell, muss ich sagen, als schwächstes Glied, auch wenn er relativ gut ist. Oder Teig Serra. Teig Serra ist ja Linksverteidiger. Ja, Teig Serra oder Test Rodo. Oder Test Rodo. Ja. Teig Serra muss ja keiner. Deswegen außen, die Verteidiger sind meist nicht so gut. Die müssen ja keine Wunder bewirken. So ein Training. Nochmal und nice Dribbling hat er ist ein bisschen schlechter geworden wohl in Dribbling. Ja, die können ja auch schlechter werden, aber im Training hat er wieder alles auf komplett voll gekriegt. Hertha BSC, ich hoffe, die sind Abstiegskandidat. Mit Lachen verunsichern. Dresden fährt nach Berlin. Ich bin mal kurz weg. Jo. Gut, Dresden. Hertha ist relativ sicher. Ah, letzter Spieltag ist ja schon. Mitten in Sieg können wir nochmal Vizekusen oder München überholen. Ah, wir sind schon sicher Champions League. Wir spielen in der Champions League. So, jetzt geht's nochmal um Dritter, Zweiter oder Erster. Alles ist noch offen. Also, wenn wir es gewinnen, sind wir Erster oder nicht? Ja, Bayer führt. Das heißt, Bayer würden wir nicht überholen. Also wenn sie. Okay. Wenn sie Bremen. Gewinnen. Bremen führt gegen München. 2-0. Bremen führt gegen München in Parallelspiel. Köln, Wolfsburg. Okay, Bayer erhöht. Bayer ist Meister. Bayer ist Meister und wir dürften Vize sein. Sind wir? Hä? Nein. Oh, hä? Nee. Doch nicht. Die haben unentschieden geschafft. Bitter. Aber Dritter ist keine schlechte Bilanz. Ja. So. Stuttgart darf wieder die Re-Quali. Bremen und Ingolstadt gehen direkt runter. Stimmt ja. So lange ist ja noch gar nicht, dass der Deutsche schon vorbei ist. Dann trainiert Mo weiter. Jetzt ist ja erstmal nur noch Trainingsphase. Und bald die Transfers. Wir gucken mal, wie es bei den Zielen aussieht, ob wir die alle geschafft haben. Oder die wichtigen halt mit Trikot-Einnahmen und so. Wie lange nehmen wir schon auf? 18 Minuten. Okay. Gut. Wir wollten eigentlich nur 20 machen. Ja, wir wollen halt die Saison zu Ende. Einnahmen! Hahaha. Unser Verein hat auch jetzt einen schönen Wert Einnahmen. Gut, wir haben 43 Millionen durch Trikotverkäufe gemacht. Unser Großteil. Preisgeld 37 Millionen. Dann Eintrittskarten 19 Millionen. Ja, wir sind jetzt Erster, da kommen mehr. Dann nochmal Preisgeld, das dürfte für den Pokal und so sein. 5 Millionen. Dauerkarten 4 Millionen und Transfers haben wir kaum Gewinn gemacht, aber auch Gewinn. Ja. Ja, komm mal. Ziele. Jugend machen wir ja nicht so. Ist aber auch unwichtiger geworden, die Jugend. Hier. Okay. Erzähl eine Saison Einnahmen von 30 Millionen. Durch Trikotverkäufe haben wir weit überboten. Deutsche Pokalrunde haben wir. Bundesliga-Abstieg vermeiden haben wir auch geschafft. Langfristig über zwei Bundesliga-Saison Mittelfeldplatz belegen. Kommt drauf an, wie wir nächste Saison halt spielen. Ja. Und erhöhe den Vereinswert über die Saison um 50%. Verbleibende Saison eine. Wir haben jetzt schon über 100% erhöht. Ist doch ein schöner Wert.
So, das können wir das verlängern. Machen wir jetzt noch alles. So. Trainer des Monats. Wieder? Ja. Trainer-Team. Kaufoption. Wollen wir uns ihn holen, oder? Genau. Ich würde sagen, ja. Ja. Ich auch dafür. Er sieht zwar auf seinem Bild aus wie 12, aber... Hier, Gehalt pro... Er will 0 Gehalt pro Woche. Wirklich? Steht da oben. Spielerforderung. Mal gucken. Wenn er damit zufrieden ist. Ich meine ja mal. Das war ja seine Forderung. Moor ist bald auf der 85. Moor hat die 84 jetzt geschafft. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Und Moor ist ein übelster Dribbler. Abgelehnt. Er will jetzt ganz, er braucht ganz viel Geld. Er will nicht keinen Ortwechsel machen. Junge, du bist hier jetzt 2 Jahre und hast dich nicht beschwert. Und jetzt willst du auf einmal wechseln. Gibt's ihnen 150.000 pro Woche? Ja, weil das ist immer, wenn die nicht kommen wollen. Er will immer noch nicht kommen. Fühle mich wohl, dass er danke für ihr Interesse, aber... Guck, überarbeiten sie ihr Angebot. Das heißt, man muss ihm mehr Geld geben. Er ist ja schon Stammspieler und seine Jahre. Er verdient nicht mehr als Donnarumma, oder? Ja, eigentlich nicht. Aber er soll bleiben. Weil wir sonst noch nach einem Dings gucken müssen. Wir bekommen nächste Saison eh nochmal Dings-Budget. Alles. Okay, dann nochmal. Das ist abhängig, weil unsere Saison ja relativ gut war. Oder sehr gut. Wollen wir erstmal abwarten? Nee, wir können ihn ja jetzt nur in der Zeit. Und mit 2 ist er auch nicht zufrieden. Wir müssen ihn vor der Transferphase. Weil vor der Transferphase laufen seine 2 Jahre ab. Was extrem bitter ist. Ich hoffe, er nimmt noch an. Eigentlich würde ich ihn doch schon gerne nehmen. Ja. Weil er hat sich ja relativ gut entwickelt in den Spielen. Jetzt müsste einfach so Donnarumma sagen, ja, ich möchte den Verein verlassen. Letztes Angebot. Mehr bekommt er dann nicht. Wenn nicht, gucken wir halt nach einem anderen Verteidiger. Ja, deswegen. Abgelehnt. Alles klar. So, bei uns. Dembélé mit 14 Toren ist mit Brahimi Vize. Ja, hier, guck, die ersten 3 Plätze bleiben in der Tabelle. Auch bei den Torjägern. Dembélé hat aber auch die meisten Torvorlagen. Ich hab gedacht, bei uns wäre Schein. Ja, war er erst. Schein ist nur noch 2. Dembélé hat nochmal aufgeräumt. Leno ist besser. Aber okay, Donner ist relativ jung. Kann man nicht viel erwarten. In dem Fall, dass er jetzt irgendwie alles gewinnt, easy reckt. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal den Mannschaftsbericht an. Teambericht, gut. Wer was in wie viel Spielen gerissen hat? Donner hat 41 Spiele für uns und 17 davon ohne Gegentor. Ist ein guter Wert. Guck dir einfach sein Marktwert an. Ja, und einer der besten der Welt. Dann, er hat sich um 2 verbessert, ist großartig in Form und ja, nicht so, zu Flo, unfair. Wir lassen jetzt Donnarumma nicht mehr im Tor spielen, sondern im Sturm. Ja. Warte, wir haben ja eine Zeit lang für den Freistöße probiert. Er trainiert. Physis hat er auf jeden Fall. Aggressivität, Abfang, wo ist denn? Sprungkraft hat er auch. Da. Schuss, 26 Schuss, geht eigentlich. So. Besser als Buffalo. Ey, komm ran. Deine FIFA-Kette wäre -5. Im Gesamtrating. Ja, im Tausch gegen 8 Millionen plus Konrad von Dortmund gekommen, ja. Stimmt, wir haben den ja Konrad mitgegeben. Kürzlich von Dortmund gekommen, der hat auch relativ gut gespielt. Moor hat in 35 Spielen
18 Torbeteiligung. Dembele hat in 42 Spielen 31 Torbeteiligung. Moore war halt so ein bisschen länger verletzt. Ja, Stefaniak wird ja bald wieder gehen. Wollen wir uns denn eigentlich noch... Wir haben aber auch einen Spieler für die Geschichtsbücher. Ja. Weidenfeller? Ja, steht da. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns dann erstmal um Ersatz für... Weil Innenverteidiger haben wir ja genug eigentlich. Ja, Saar ist jetzt weg. Ja, aber wir haben ja Modica, Ballas und drei Innenverteidiger werden wohl reichen. Wir haben dann Modica, Ballas. Dann würde ich lieber nach... Notfalls haben wir noch ihn und Götze wieder. Den packe ja, ich mal. Dann würde ich lieber nach dem LM gucken. Ein Ersatz für Pulisic. Wir müssen mal gucken, ob Götze auch links spielen kann. Weil das würde passen, dann hätten wir Götze für ZOM. Moa geht in Sturm. Und wenn er auch links spielen kann, haben wir noch gleich einen Linksersatz. Ich kann mal gucken, ob er links spielen kann. So, eigentlich müsste er auch links spielen können. Saisonbewertung, ey. Der Vorstand ist außerordentlich. ZOM, LM und ZM. Okay, gut. Der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit ihrer Leistung in dieser Saison. Spieler und Mitarbeiter haben enormen Respekt vor ihnen. Und sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht. Sowohl als auch neben den Rasen. Wir würden uns über allen Massen freuen, wenn wir sie auch in der nächsten Woche im Verein als Trainerteam begrüßen dürfen. Ja, wollen wir? Ja. Natürlich. Oh, mal gucken, was also an Job angeboten ist. Ja, gut, dann würde ich sagen, was ist für die Folge? Wir gucken gleich mal, wie viel Geld wir haben. Und dann würde ich sagen, haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ciao, ciao. Tschüss. Yeah.